Und herzlich willkommen zu einem neuen Display-Opening der Yugi Brand Zone. Heute mit Code of the Duelist. Das erste Display mit Link-Nutzern. Zur Verfügung gestellt wurde uns das schöne Display von www.yugioase.de, wo ihr dieses wunderbare Ding bestellen könnt. Und gibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer ich fange direkt mal an. So. Das wunderschöne Ding. Hier immer 24 Booster. 9 Karten pro Booster. Zack. Und dann fangen wir direkt auch an. Zack, zack, ich fange direkt an, wie gesagt. So, F.A. Schallmeister, Grenzstein des Weltvermächtnisses, Gugugu aus Terra und Dixia, Genwäsche der finsteren Welt. Ich habe schon gehört, dass es so sehr viele Missprints geben soll in diesem Display. Fängt direkt an. Entdeckung des Weltvermächtnisses, Rare, und die erste Super Rare ist Goku Revanche Camp. F.A. Machtgeschwindigkeit, oberste Rot und Staffel Wiederbelebung. Naja, fängt gut an. Mal gucken. So, Gerümpelzerbrecher, Starterkommandant vom Weltkelch aus der Welt. Oh, das gibt's doch nicht. Blinder Auslöschung. Und die erste Ultra Rare, Bestrafungsdrache. Herkunft der Revenschrecken. F.A. Anpresto, Künstlerkumpel, Trompanda, ja, Künstlerkumpel und Orbitaler Hydralander. Ich finde schön, dass es mal wieder ein Go-Go-Go Support gibt. Bisschen nur was Kleines, aber trotzdem Go-Go-Go ist eines der ältesten Themen. Geschwindigkeitsdroid, Vorbegleiter, Herz des Weltvermächtnisses. Entführwiedern, Verschreckenwiedergänger. Sind die alle missbildet? Re-Ex. Und Lila, Zwielicht, verpflichtete Verzauberin in Superman. Zwielicht, Zwillingsdrache, Hackwurm und ewig infernaler Partfleisch. Falls dein Gegner keine Monster kommt, kannst du die Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Also, das ist eine Karte. Im Prinzip. So. DD, lasterhafter Typ. Luftknappender Sturm. Vom Weltkelch aus der Welt. Rico, Zwiefelfischter Kämpfer und Cybers Zauberer in Super. Samurai Schädel vom Weltkelch herbeigerufen, lächelndes Universum und Schatzpanda. Naja, ich direkt mal rein in die Kommentare, ob ihr, wenn ihr so Karten zieht, auch so viele Misprint Rares habt. Gerne schreiben. Schicksalsheld Dangerous, Gerümpelzerbrecher, FA Kreis Grand Prix, Pulsminen. Wenn dein Gegner ein Monster aktiviert, wenn dein Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, annulliere die Aktivierung, falls du dies tust, zerstöre die Karte. Zusätzlich zieht dein Gegner eine Karte. Okay. Schwerer Staubschuh. Ja. Bushafter Gefolgsmann, Shilam Sabak, Raubpflanze, Banks-Yoga und Verquorn. Ach komm, machen wir erstmal die rechte Seite fertig. Ist jeder ein Missprint? Also ich glaube, ich weiß es noch nicht. Also ich habe bis jetzt nur Missprints gesehen, aber keiner tut normale Rares fotografieren. Schein, Zwiefelflüchteter General, Luftknackender Sturm, Sicherungssekretärin, Re-Ex und die erste Link-Monsterkarte IP, die Weltkelch-Spinzerin in Super Rare. Drei Schläge Barriere, zivile Zwillingsdrache, ewig infernaler Patriarch, oder bist du gut? Ich werde das mal in Erfahrung bringen und dann werde ich nochmal ein Video vielleicht drüber machen. Einfach nur zur Info für euch. F.A. Kreis Grand Prix. Aufgestiegen geworden, das ist dieses neue Thema, was jetzt bald kommt mit F.A. Mit diesen ganzen Grand Prix Rennkarten da irgendwie, habe ich was gelesen.
Mal gucken, was da alles jetzt schon dabei ist. Und im nächsten Display wird einiges noch dazukommen. Aufgestiegene Liste. Verschrecken Widerlinge. Verteidigungszone. Die sind ja alle so. Verschrecken Hundehorde. Und Cybers Zauberer in Superman. Cybers Thema, das neue Thema. Cybers. Orbitaler Hydrolander. Drei Schläge Barriere. Und antiker Antriebskolle. Und motives Feuer. Also bis jetzt kommt das Cybers-Thema, also das Thema Cybers ist eine komplett neue Art wie Krieger und so, finde ich gar nicht uninteressant. Engine, zwielverpflichteter General, vom Weltkelch auserwählt, F.A. Schallmeister, was, Mensch, Recken, Hundehorde und die erste Ultra-Ray, ich wollte gerade Ultimate sagen, weil das Licht ein bisschen doof reflektiert hat, aber die erste Ultra-Ray ist die Trickster-Karte, Trickster, auch ein neues Thema, was jetzt bald kommt. Trickster Holy Engel. Braucht zwei Trickster Monster. Ultra Rare. Also die nächste Ultra Rare Set. Hat sie schon eine. Oberste Wut, Zahnradgetriebe, FA, Machtgeschwindigkeit und Zwillingsdrache. Auf die Trickster Karte habe ich mich gefreut. Und die habe ich gezogen. Habe ich mich gefreut. So. Geschwindigkeitsroid, V-Begleiter. Schicksalshand Dangerous, Pulsminen, Galaxy Wurm. Weltvermächtnis, Weltkelch und die wohl bekannteste Link, ups, die wohl bekannteste Link-Karte, die Missus-Strahler. Das war nämlich damals die allererste Link-Karte, Super Ray, die überhaupt Herkunft des Rach, Revenschrecken und drei Schläge war. Ja. Das war die allererste Link-Karte, die damals in dieser Zeitschrift in der japanischen, die jeder gesehen hatte, veröffentlicht worden ist. Deswegen ist es wohl das bekannteste Link-Karte. Korrigiert mich gerne, wenn ich unrecht habe, in die Kommentare. Gehirnwäsche der Defensorenwelt. Sicherungssekretärin. Go, Avestria Dexia. Entdeckung des Weltvermächtnisses. Das ist so scheiße. Goku Trikobra. Samurai-Schädel, Zwielichtstoff, Stapel-Wiederbeleger und Künstlerkumpel Trompanda. Findet ihr solche Missprints eigentlich schön? Was ist denn hier passiert? Ups. Hab ich ein paar Kommens rein. Kommen. Ups. Findet ihr sowas eigentlich schön? Solche Only-Missprints? Also ich finde es nicht schön. Dieser ist fand ich noch interessant, okay. Das war ja komplett für den Arsch, aber sowas, ich weiß nicht. Grenzstein des Weltvermächtnisses. Boogie-Pfanne. Nötige Notfallrettungsrunde. FA Kreis Grand Prix. Oberster König Drache Hungergift. Und den Super Rare Auram der Weltkelch Schwertkämpfer. Hauptpflanze, Banks, Yoga, Schwerkraftpeitsche, boshafter Gefolgsmann, Chilam, Sabak. Die letzte erste Hälfte. Also wenn die alle so gedruckt worden sind, dann ging das ja voll in die Hose von Konami. Aufgestiegener des Docks. Starter-Kommandant, Boogie-Falle, Trickster-Linienglocke, die nächste Trickster-Karte und schwerer Stabsturm. Okay. Orbitaler Hydralander, Zwielestoff, Herkunft des Revenschrecken und vom Weltkelch herbeigerufen. So, die erste Hälfte ist schon rum. So schnell geht's. Zwei Unterwärts. Mal gucken, was jetzt kommt. Zombina. Sicherungssekretärin. Herz des Weltvermächtnisses. DDD Böhnenkönig Alexander. Böhnenhochkönig Alexander, ich wollte schon sagen. Reprint vom Böhnenkönig. Bin Hochkönig Alexander, neue DDD-Support und noch eine Ultra-Rare, was, Bergungsagent Fahrer. Okay, in Ultra-Rare. FA Machtgeschwindigkeit, das sind diese FA-Karten, die ich meinte mit dem neuen. FA Antriebsdruck, ewig Infernal Patriarch und lächelndes Universum. Das sind diese FA-Karten, die ich meinte. Ich als Formel 1-Fan, natürlich was ganz Besonderes, nicht direkt ein Deck zusammenbauen. Fun-Deck, was auch sonst. Gehirnwäsche des, was, der Fensterenwelt. Schon zu spät. Nötige Notfallrettungsrunde, Boogie-Falle, Starterkommandant, zurück an die Front. Wieder ein Monster in einem Friedhof, Hardcore-Karte. Was denkt ihr? Ich finde Hardcore-Karte, weil die tut keine Effekte negieren. Die sagt nicht verdenkt oder sonst was. Die sagt einfach nur Verteidigungsposition. Gut, man kann nicht angreifen, aber für ein Effektmonster, was du specialen kannst,
Ich bin schon Hardcore-Karte. Gerne eure Meinung dazu. Gogo, Revanche-Kampf in Super Rare. Schatzpanda, Schwerkraftpeitsche und Zwillingsstoff. Ich glaube, die wird auch verboten oder limitiert zumindest zurück an die Front. Grenzstein des Weltvermächtnisses, Herz des Weltvermächtnisses, Sorbina, was? Eine Ritualkarte. Kein Link, ist mal blau, aber Ritual. Revenschrecken schlechter und Cyberzauberer in Super Rare. Vom Weltkelch gekrönt, Abgrundschauspieler, angesandter Ersatzdarsteller, Bushafter Gefolgsmann, Schilamsabak und Raubpflanze. DDD Lasterhafter Typhon, Bugifon, vom Weltkelch ausgewählt. Geschwindigkeitsruin Vorbegleiter, blinde Auslöschung. Oh. Gaia Säbel der Blitzschatten. Ein Dreier Linkmonster für unten, für rechts und für links in Secret Rare. Der erste Secret Rare, ein Linkmonster. Kein Effekt, aber Link 3, das heißt 2 plus ein Monster. Nice. In Secret Rare. Hackwurm, FE Machtgeschwindigkeit von Kelch gekrönt. So, jetzt noch 5 Secrets und ich bin happy. Ho, ho, ho. Nein, eine zweite, da hoffe ich noch drauf, aber wer weiß, was kommt. Pulse Me. Go, 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 Aristea und Dixia. Entführ, Livan, Re-Ex und Goku, der große Ogre in Super Rare. Orbitale Hydralanda, Abgrundschauspieler angesandt, der Ersatzdarsteller vom Kelch herbeigerufen, der Effekt von Pesco. Gemerkt, es gibt keine Common Link Monster bis jetzt. Nur Super oder Ultra oder Secret. DD Laster auf der Typhon. Galaxy Boom. FE Kreis Grand Prix. Sicherungssekretärin. Revanche Schrecken schlechter. Und einstürzende Fallgrube. Neue Fallgrube in Super. Wenn ein Linkmonster als Linkbeschwörung beschworen wird, zerstören alle Monster auf dem Spielfeld, die nicht gelinkt sind. Okay. In Super. Schwerkraftpeitsche und Herkunft des Revanche Schrecken. Nicht gelingt sind. Alle Monster? Ja, alle Monster. Also auch die eigenen. Okay. Herz des Weltvermächtnisses. Luftknackender Sturm. Zombina, die Delaster auf der Tiefen. Zwielicht-Ausranierer. Und Auram der Weltkalt-Schwertkämpfer. Super. Samurai-Schädel, Schatzpanda und antiker Antriebsgolem. Ultimatives Front. Das heißt aber auch, man kann ein eigenes Linkmonster nehmen, sein eigenes verwenden und dann den gegnerischen wegwischen. Ja, aber von verletzten zu. Egal. Ich spiele schon mal vorhin Dark Hole. Egal. Fanschrecken Wiedergänger. Schein Zwielicht verpflichtender General. Nötige Notfallrettungsrunde. Goku Suprex und in Ultra Rare Magiebuch des Wissens. Neue Magiebuch oder Hexer Support in Ultra Rare. Künstlerkumpel, Trompanda, Zählich, Zwillingsdrachen, vom Welch gekrönt und Stapel Wiederbelebung. Das sind jetzt schon 4 Ultras, eine Secret. Ich hoffe, dass ich zumindest noch eine Secret habe, so bei Raging Tempest, wo es 2 Secrets und 4 Ultras meistens waren. Starterkommandant, Schicksalsheld Dangerous, Galaxy Wurm, FA Schallmeister, zurück an die Front und Goku Revanche Kampf. Zurück an die Front, zweite finde ich gut. Bushafter Gefolgsmann, Schilamsabak, Parier, Wetter und ewig Infernale Patriarch. So. Entführ Viva. Verschrecken Widerlänge. Nötige Notfallrettungsrunde. Trickstar Linienglocke und in Super Rare noch der zweite DDD Support, DDD Wellenkönig Caesar. Zahnradgetriebe, Hackwurm, Stapel, Wiederbeleber und Schatzpanda. Noch 2. Ich glaube, in der zweiten Secret, das wird das mehr. Ich glaube es nicht. Naja, Geschwindigkeitsdroid, Vorbegleiter, Pulse Me, Giant Seafler, Fischer, der General, Starter Kommandant, Goku, Suprex. Wenn man vom Teufel spricht, Herkunft der Wenn Schrecken. Okay.
Ich habe mich noch gar nicht informiert. Ich werde erstmal später nachlesen. Wie gesagt, das Display dann nochmal in einem extra Video kommentieren. Und dann nochmal darüber reden. Ich glaube, das sind aber nicht die zwei besten Secrets, die man mit dem Display ziehen kann. F.A. Schallmeister. Wenn Schrecken wieder gegen Goku aus Thea, Dixie, Goku, was? Scorpio und nochmal ein Super Rare Knackdrache. Das ziehe ich jetzt das erste Mal. Günstiger Kombatron Panda vom Cash gekrönt. Zielestoff und F.A. Anpressung. Also, wie gesagt, ich glaube, das sind nicht die besten Secrets, die man ziehen kann. Zwei Secrets: Geier Säbel der Blitzschatten und Reherkunft der Wenn Schrecken. Und dann war wie Buch des Wissens in Ultra Rare. Bergmeister Goldfahrer, Trickster Holy Engel und Bestrafungstrache. Naja, die anderen beiden Secrets nochmal. Und geil. Ja. So, das war's auch schon wieder aus der Yugi Friendzone. Wenn noch was ist, gerne kommentieren. Wie gesagt, nochmal genaue Erklärung kommt im extra Video. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß mit dem neuen Code of the Duelist. Und wir sehen uns. Bis dann in der Friendzone.